Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um den Küschhall Cassia Reis Titanium, den ich jetzt seit in etwa einem Jahr, sogar ein bisschen länger habe. Und dazu gibt es jetzt eine Review von mir, was der in dem einen Jahr alles mitgemacht hat, wie er sich geschlagen hat, und los geht's. Also in den einem Jahr, ich glaube es sind sogar 13 oder 14 Monate, was ich den Rollstuhl jetzt habe, da habe ich in etwa 1000 Mal ins Auto ein- und ausgeladen, was mir dabei sehr gut gefallen hat, damit nie irgendwo irgendwas kaputt ging, durch dieses auf den Boden setzen und dieses Rein und Raus. Und durch die anklappbare Rückenlehne, die nach vorne klappen könnt, und den 90 Grad Rahmen, der halt, wie ihr seht, sehr kompakt ist, war das auch, glaube ich, der Rollstuhl, mit dem ich eigentlich am allerwenigsten Kratzer irgendwo ins Interieur reingehauen habe. Ich glaube auch eigentlich so irgendwie gar keinen wirklichen Kratzer, weil der Rollstuhl einfach so kompakt ist. Das ist super. Und ich bin in etwa, ich habe das so ganz grob überschlagen, so plus minus 500 Kilometer damit gefahren. Und auf den 500 Kilometer war natürlich nicht nur irgendwie wunderschöner Asphalt, sondern da war in den USA im Grand Canyon halt super Offroad, was halt immer sehr schwierig ist für einen Rollstuhl durch die ganzen Verbindungen und so, wenn ihr nur auf zwei oder drei Räder steht oder die, so, dafür ist der Rollstuhl eigentlich nicht gemacht. Und auch einiges an Feldwege bei uns und Stufen rauf, runter, rückwärts, vorwärts, da war alles mit dabei. Und da hat sich der Küschhall Cassia Reis sehr, sehr gut geschlagen, denn mir ist in dem einen Jahr keine einzige Schraube von irgendeinem Bauteil gebrochen, was schon ziemlich selten ist, wenn ihr einen Rollstuhl wirklich viel hernimmt. Denn hier sind, was ein Rollstuhl wie im Sitzmodul und die Halter hier für die Sitzhöhe vorne, hinten, sind keine großen Schrauben, das sind immer so M4 Schrauben oder sowas, am Fußbrett glaube ich unten sind sogar M3 Schrauben. Wer sich ein bisschen auskennt, weiß, so ein Ermüdungsbruch oder so, der kommt schon mal. Es ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches, sondern eine Schraube geht halt irgendwann mal kaputt, wenn man sie wirklich beansprucht. Ja, das auf jeden Fall super. Und in den einem Jahr musste ich kein einziges Ersatzteil kaufen. Die Bremsen hier, ich habe diese Kniehebelbremsen, diese, ich glaube Unterrahmen heißen die oder so bei Küschhall. Gefällt mir sehr, sehr gut. Funktioniert super. Der Halter, aber das ist ja was mir generell bei Küschhall sehr gut gefällt, ist zum Beispiel gefräst und die Aluteile sind noch gelocht, damit ihr halt noch weniger Gewicht habt. Das Bremsrohr zum Beispiel ist ein Rohr und ist kein Vollmaterial, also das ist halt innen gehüllt, hier vorne ist nur unsere Abdeckkappe drauf, und dadurch erreicht ihr halt, wenn ihr das bei vielen Bauteilen macht, ein verhältnismäßig geringes Gewicht. Das Gewicht ist, ich habe das gemessen, gewogen, ich habe das gewogen, 10 Kilo mit Sitzkissen, das ist der absolute reelle Wert mit der Tasche vorne dran, mit Sitzkissen, mit den Greifringen, die schon wieder mehr wiegen und so. Bei Küschhall gibt den, glaube ich, mit 6,5 Kilo oder so an, und das ist natürlich ohne Sitzkissen, das ist dann auch mit anderen Carbon-Seitenteilen, die noch leichter sind, mit den leichtesten Felgen, die haben und so. Und ich sage, 10 Kilo ist ein absoluter Topwert, da habt ihr im Alltag einen super leichten Rollstuhl, der sehr kompakt ist und sehr hochwertig. Jetzt komme ich nämlich zu dem Plus und dem Minus, die ich mir so rausgeschrieben habe. Und auf jeden Fall ein großes Plus ist die sehr hohe Verarbeitungsqualität. Das merkt ihr halt auch daran, wenn nichts kaputt geht. Es ist halt immer ein Zeichen dafür, damit sich jemand viel gedacht hat dabei und auch gute Materialien verwendet hat. Und derjenige, der die dann verbaut hat, der hat seinen Job auch gut gemacht. Ja. Der zweite Punkt ist, Materialien sind sehr hochwertig, das habe ich ja schon gesagt. Bei mir ist so, ich habe jetzt hier zusätzlich noch den Titanrahmen, Titan-Fußbrett bzw. Bügel und den Rückenrahmen aus Titan. Das ist halt, finde ich, so das alltagstauglichste, beste Material, was ich bis jetzt hatte, und von der Optik her und auch von der Haptik wirklich super. Würde ich auf jeden Fall wieder kaufen. Ja. Ja, das Gewicht mit 10 Kilo ist halt top. Da gibt's nichts. Da wird es wenige Rollstühle geben, die gleichwertig sind.
ganz, ganz wenige, die leichter sind. Und ob, wenn die leichter sind, ob die dann so alltagstauglich sind und bestimmt nicht so einstellbar jetzt. Und die Alltagstauglichkeit mit den vielen Einstellmöglichkeiten, zu denen ich jetzt komme, wie die Sitzhöhe vorne, hinten könnt ihr einstellen. Also hier vorne und hier hinten. Damit könnt ihr die Druckstellenbelastung verteilen und auch wie ihr sitzt. Ja, viele wollen ja gerade sitzen oder wie bei mir ein bisschen weiter nach unten, nach hinten. Und die Rückenlehne könnt ihr im Winkel einstellen. Die Seitenteile sind abnehmbar oder wie bei mir, ich habe die einfach hier die zwei Schrauben ein bisschen fester angezogen, dann sind die hier fest. Das Fußbrett ist einstellbar und das komplette Sitzmodul könnt ihr unten auch nach vorne oder hinten setzen. Darauf verändert ihr den Kipppunkt beim Rollstuhl und das ist ein sehr großer Vorteil. Und auf diese Features würde ich nie verzichten, wenn ich einen Rollstuhl kaufe, außer ihr lasst den halt von jemandem bauen, der genau die Maße hat, aber dafür müsst ihr einen Rollstuhl haben, der halt schon 100% erprobt ist. So, den Rollstuhl würde ich jetzt so mit den Einstellungen auch in fest verschweißt nachbauen lassen, weil ich halt weiß, was ich brauche. Aber nicht für jemanden, der jetzt so einen der ersten Rollstühle hat und vielleicht noch hier und da mit den Settings rausfinden muss, wo er denn ist und wo er denn hingehört, um sich so alltagstauglich gut wie möglich zu fühlen. Ja. Gut, und dann kommen wir zu den Negativen. Das ist natürlich hier der Anschaffungspreis von in etwa, je nach Konfiguration, 4.500 bis, ich schätze mal, 6.500, 7.000 Euro. Der Titan ist halt generell teurer als der normale Alu. Und wenn ihr dann den Fußbügel, also das komplette Titanpaket, die ihr mir dazu nehmt, dann ist der halt noch teurer. Und die Carbon-Seitenteile kosten auch noch Aufpreis. Die würde ich aber immer empfehlen, weil wenn ihr zum Beispiel euch so über mir jetzt so hochheben wollt, dann müsst ihr nicht auf den Reifen langen, sondern könnt ihr einfach auf das Carbon euch abstützen und das ist auch wirklich fest bei dem K-Serie ist, das System ist super. Der Rollstuhl ist generell sehr ausgereift, aber der Anschaffungspreis ist halt sehr teuer, denn wenn ihr etwas wirklich sehr Gutes wollt mit den guten Materialien, dann müsst ihr halt auch viel Geld in die Hand nehmen oder die Krankenkasse zahlt es. Ich weiß nicht, ich habe den ja privat bezahlt, wie das dann so genau abläuft, aber wenn der Bedarf da ist, dann kann ich mir vorstellen, damit es gibt ja eine Hilfsmittelnummer dafür und so, damit das die Krankenkasse auch bezahlt. Und ja, was mir auch nicht so gefällt, ist, wenn was kaputt geht, dann sind die Ersatzteile und die Verschleißteile ziemlich teuer. Denn ich kann euch sagen, was immer kaputt geht, früher oder später, ist halt zum Verschleißteil, ist die Bremse hier. Ich finde die Bremse super, weil die halt unter dem Rahmen verschwindet. Und wenn ihr die einfach nach vorne drückt, dann macht die zu. Und ihr könnt die auch einstellen, wenn ihr andere Räder fahrt, zum Beispiel hier sind jetzt 24 Zoll Spinachis mit 45er Schwalbe Reifen. Wenn ihr jetzt auf 26 Zoll wechselt auf 559, dann müsst ihr die Bremse weiter nach vorne tun, weil das Rad halt größer wird. Und das ist hier stufenlos einwandfrei einstellbar. Und das gefällt mir auch wieder gut. Was mir nicht gefällt, ist, dass die Teile alle richtig Geld kosten, wenn ihr die privat zahlt, so wie bei mir, dann schaut mal vielleicht in eBay Kleinanzeigen oder so oder vielleicht über irgendein Forum, wenn ihr Ersatzteile braucht. Ich glaube, da spart ihr euch ziemlich viel Geld. Nur so als Tipp. Ja. Das ist mein Fazit zum K-Series Titanium. Nach einem Jahr wirklich top. Das ist mein Fazit. Ist ein super Rollstuhl, den kann man absolut empfehlen. Und weil ich die halt hier dran habe und die das ganze Jahr drauf waren, die Spinachi LX, die 12 Speichen, das ist meiner Meinung nach halt ein Rad, das optisch Sahne ist. Wirklich gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe da die schwarze Narbe dazu genommen, die kostet, ich glaube, 20 Euro Aufpreis oder so.
Der hat das Rad dann 800 gekostet und ich fahre den Schwalbe One Reifen, der ist jetzt auch die ganze Zeit drauf. Hatte ich noch nie, aber ist super. Und die Natural Fit Greifringe, muss ich sagen, ich hatte viele Greifringe, auch von anderen deutschen Firmen, die so ähnliche bauen, die mich nicht überzeugt haben. Das lag aber jetzt nicht generell am Design oder so, sondern das lag an der Eloxierung, weil ich der Meinung bin, hart eloxieren ist die beste Lösung für jemanden, der den Rollstuhl oft hernimmt. Denn es hebt halt wesentlich mehr aus als eine normale Eloxierung und dadurch sehen die Greifringe länger neu aus. Wenn ihr jetzt meine anschaut, klar, die haben ein paar Kratzerchen hier und da, aber für ein Jahr das würde keiner denken. Wenn ihr normale Alu-Greifringe habt, dann werden die halt nicht mehr so schön. Ja, ich kann hier alles uneingeschränkt empfehlen. Den Schwalbe One, ich kann auch den Marathon Plus empfehlen, wenn ihr vielleicht ganz viel Offroad irgendwie so unterwegs seid oder so. Den Natural Fit, absolut super. Ihr seht das hier, wie der im Gegensatz zu einem runden greift. Im runden Greifring greift ihr so und bei dem greift ihr so. Und dadurch ermüdet die Hand halt nicht so schnell. Das ist der Grundgedanke hinter diesen ovalen Greifringen, damit ihr länger ohne Verkrampfungen besser anschieben könnt und auch halt mehr Auflagefläche habt, dadurch könnt ihr halt mehr Kraft bei gleichem Aufwand eigentlich aufbringen, was ziemlich viel Sinn macht. Ja, das kann ich alles empfehlen und die Frog Legs 4 Zoll Lenkrollen, die ich hier habe, die Wide Quad. Ich meine, für ein Jahr sieht die wirklich unglaublich gut aus. Ein paar so kleine Risse und sowas, die halt unvermeidlich sind. Aber für 100 Euro eine schöne Lenkrolle, da macht ihr nichts falsch. Die würde ich auf jeden Fall mit empfehlen. Vielleicht auf 5 Zoll, wenn ihr das von der Größe her fahren könnt, würde hier noch gehen. Dann ist das so mein Tipp für das alltagstauglichste Setting, was ich so jemanden, der in der gleichen Situation ist wie mir, empfehlen würde. Ich hoffe, der eine oder andere konnte was mitnehmen, was er vielleicht auch so beim nächsten Rollstuhlkauf umsetzen kann. Das ist ja meine Grundintention dahinter, dass ihr einen Rollstuhl bekommt, der 100% zu euch passt und ihr in den Rollstuhl passt und nicht irgendwie ihr euch nach dem Rollstuhl richten müsst, wo irgendwas nicht passt, wie irgendeine Einstellung, ne? Und dann bekommt ihr vielleicht irgendwie so eine schlechte Sitzhaltung oder irgendwas, sondern da muss alles passen für euch, das sage ich ja in den anderen Videos auch. Das ist das Wichtigste, damit ihr in dem Rollstuhl gut zurecht, euch gut zurechtfindet, im Alltag auch, ne? So. Ja, wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann ist das sehr schade. Dann macht es mal. Und wenn ihr dem Video immer noch keinen Daumen hoch gegeben habt, dann wird es echt Zeit. Ja. Denn ich glaube, der eine oder andere konnte jetzt was mitnehmen. Und das ist ja das Wichtigste. Okay, in diesem Sinne, macht's gut.